Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Mit dabei der total betrunkene André Diaz und der stockbesoffene David Filecki. Hey, meine lieben Freunde, was geht ab in Kanada? Was heute geht, Leute, seid ihr mit mir down? Mit dem Sound aus Toronto, den die Leute vertrauen. Von der Band Sex Performs seid ihr derbe schief gewickelt. Wie Ramona Flowers von Scott Pilgrim gefickelt. Freestyle. Nicht schlecht, nicht es ist aber im Prinzip der Inhalt von Band 1. Von welchem Comic? Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim's Precious Little Life ist der erste Band, glaube ich, gewesen. Kann sein. Wir haben noch nie über Scott Pilgrim, glaube ich, geredet. Nee. Ist komisch. Nee. Ich glaube nicht. Nee, ist einfach nee, so gar nicht. Mehr, wo dann so der Podcast anfing. Der Film kam. Der Film war vorher. Raus. Das war, bevor es losging. Zur Bundeswehr ging. Das war 2010. Ja, 2010. Ja, jedenfalls. 2010. Wie heißt denn die, wir reden ja heute, also wir reden natürlich auch über Scott Pilgrim vs. The World, den Comic, den Film. Aber der Anlass ist der Anime auf Netflix. Vor kurzem erschienen. Wie heißt der denn nochmal? Scott Pilgrim hebt ab. Auf Deutsch. Und auf Englisch Scott Pilgrim takes off wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, der ist jetzt rausgekommen von wirklich ist direkt schon am Reiben. Von Science Saru, glaube ich, gemacht, nicht wahr? Das ist ein renommiertes Animationsstudio aus Japan, habe ich mir sagen lassen. Ja. Das ist es. Und über die haben wir nämlich schon mal einen Podcast gemacht und haben auch sehr wohlwollend über die gesprochen, weil die nämlich Japan, wie es singt und lacht, schon animiert haben. Als es dann hieß, hey, Scott Pilgrim, animiert von Science Saru als richtiger Anime. Das könnte ja funktionieren. Hallo. Weil wollen wir mal ganz kurz erstmal was. Was ist denn Scott Pilgrim? Wollen wir dazu was sagen? Jo. Was ist Scott Pilgrim? Wie sind wir das erste Mal mit Scott Pilgrim in die Verbindung innen drin reingekommen? Jo. Also, ich habe das erste Mal wie so ein dummes Schwein von Scott Pilgrim gehört, als der Edgar Wright Film herauskam vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren. Das ist schon lange her mittlerweile. Scott Pilgrim ist ein ursprünglich als Webcomic erschien von Brian Lee O'Malley und das spielt in Kanada, Toronto und es geht um Scott Pilgrim, der eine coole, geile Alte kennenlernt, aber die hat 7 Ex-Freunde und die muss er erst besiegen. Das ist die Story, grob zusammengefasst. Ja. Ich habe erst den Film gesehen damals, habe dann mal den Comic irgendwann gelesen, mich jahrelang nicht mehr mit Scott Pilgrim beschäftigt, jetzt ist der Anime da. Und ich sag, ich spoilere jetzt schon mal, hat mir nicht so gefallen. Ah, okay. Hm. Und hast du, oder habt ihr das Videospiel noch rezipiert? Habe ich mal kurz gespielt, ja. Hm. Das war dann ja weg, irgendwie, mal zwischendurch. Ja. Auch irgendwie so ein Ding. Naja, also ich habe jetzt mich nicht nochmal groß jetzt so spontan vorbereitet. Ich wollte gerade nochmal googeln, wie die alle heißen. Stills. Verboten. Chow Chow oder so. Ciao. Chow Chang. Das sind mir leider irgendwie so ähnlich. Knives. Knives Chow. Knives Chow. Ja, und die anderen, Kim Pines, die heißen alle, die haben alle irgendwie so einen Namen, dass man sich das eigentlich gut merken kann. Pilgrim, Flowers, Knives und so weiter. Aber das Ding ist, Scott Pilgrim habe ich wahrgenommen, das erste Mal durch, glaube ich, irgendwie sogar einen Comic-Salon Erlangen. 2008 wird das gewesen sein. Ich weiß nicht, wann der erste Band rausgekommen ist. Ich bin nur so Anfang des Jahrtausends. Und ich habe das immer mal irgendwo schon gehört, aber das war mehr so ein Indie-Ding. Ja, also der Brian Lee O'Malley, der das gemacht hat, der hat da Unipress
in Kanada. Das hat er, glaube ich, selber gegründet, so wie wir mit Delfinium Prince im Prinzip. Das sind genau gleich, wir werden auch immer verglichen. Ja. Und mittlerweile ist Unipress auch schon ziemlich groß. Die haben auch schon so ein paar krassere Dinge am Start. Ich hatte immer das Gefühl, Unipress ist im Prinzip Scott Pilgrim. Also der Typ hat da halt zwar den Verlag und vielleicht haben die noch zwei, drei andere Kleinigkeiten. Im Wesentlichen ist das ein Vehikel, um Scott Pilgrim zu machen. Und dann wurde ich halt mal so schlagartig mit diesem ganzen Scott Pilgrim-Ding überfrachtet, weil alles voll mit Scott Pilgrim war. Und ich bin halt der Meinung, es war wahrscheinlich mein erster Comic, sondern es gab da noch gar nicht alle Bände. Also der letzte Band war noch gar nicht draußen. Und du wusstest aber schon, dass Edgar Wright den Film macht. Da dachte ich, okay, jetzt wird's Zeit, sich mal damit zu beschäftigen. Und ich hatte dann gerade auch so mal reingelesen in die Bücher und war dann ganz überrascht. Achso, das ist ja schon wie ein Manga, aber auch irgendwie nicht so hundertprozentig, so klassisch Manga. Aber es ist total krass davon inspiriert. Und das Krasse war aber, dass das so eine Mischung war aus so Slice of Life und Kanada und dann halt aber immer so dieses übertriebene, dieser Manga-Bullshit-Faktor. Das fand ich mega cool. Aber ich war nie ein großer Fan von der eigentlichen Scott Pilgrim-Story. Ich fand es immer überhyped. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber oh. Oh. Nein, er ist nicht. Pause. Hier. Bin ich jetzt schon wieder drauf? Ja, na klar. Okay, mittlerweile habe ich jetzt ein Baby auf dem Arm. Hallo. Ja, also Scott Pilgrim Mischung und halt diese Manga-Bullshit, ja, auf diesen Slice of Life drauf und ich fand das immer mega cool. Ich habe so viel meine eigenen Comics mit eingebaut. So dieses Ding, dass da zum Beispiel Scott Pilgrim sich dann halt so ein Schwert aus seinem Herz rauszieht und aber trotzdem halt alles so normal erstmal wirken, dann immer so ein Dinge, die kämpfen und die Gegner werden zu Münzen, so Videospiel-Ästhetik, irgendwelche Dragon Ball-mäßigen Attacken oder Street Fighter anspielen. Aber eigentlich geht's immer nur darum, dass da halt so ein Slacker-Typ irgendwo am Arsch der Welt halt so Mädel datet und in der Band ist und arbeitslos und so weiter. Das fand ich immer cool, aber irgendwie hat der Original-Comic das für mich nie so über die Zeit gerettet. Ich habe das dann noch irgendwann mal zu Ende gelesen und fand das auch so, oh, alles klar, gut. Und freue mich auch, dass das so erfolgreich ist. Ich denke mal, ja, Leute, aber kommt mal ein bisschen runter mit eurem Scott Pilgrim. Und ich finde tatsächlich alle anderen Adaptionen, also das Videospiel, den Film und jetzt aber auch die Netflix-Serie jeweils besser als den Comic für mich. Das ist schon eine Ansage. Und so viel kann man jetzt ja schon mal sagen, das Videospiel, ich war vor einigen Jahren mit Jochen, Sue und Michel mal zu viert im Koop durchgespielt und es hat auch wieder so ein bisschen eine andere Interpretation der Geschichte, alles noch viel mehr drüber, das sagt dann halt so, das Videospiel, komm, wir können jetzt nicht ganz so viel in diesen Slice of Life Kram so reingeben. Wir gehen noch viel mehr in diesen Manga, Anime, Videospiel Bullshit. Ach so, nicht rein. Ins Prügeln oder wie? Du prügelst dich, aber alles noch zum mal 100 im Vergleich zu dem, was man schon kennt. Mhm. Und auch noch mit viel krasseren Anspielen. Das hat mir tatsächlich mega viel Spaß gemacht. Aber ich finde natürlich auch den Edgar Wright Film richtig, richtig gut. Und jetzt die Serie baut ja auch viel auf dem Edgar Wright Film tatsächlich auf. Ist aber halt auch irgendwie legitim in dem Multiversum mit dem Comic. Es ist so ganz komisch, was die da gemacht haben. Also es ist sehr interessant, ja, dass die halt jetzt sagen, okay, all das, was es bisher von Scott Pilgrim an Interpretationen gab, das haben wir irgendwie da auch drin, das sprechen wir auch an. Und das sind dann teilweise auch so Meta-Gags. Das ist aber auch so eine Ansage wie, ja, da ist so eine Art Multiversum, wenn man so will. Und das ist alles wichtig. Und das ist halt so eine Slice of Life Geschichte über einen Typ, der da halt diese zwei Mädels datet. Halt so ausartet, dass das halt so eine riesige, irgendwie auch Sci-Fi und Martial Arts Geschichte ist mit verschiedenen Realitäten.
Das finde ich halt mega spannend bei Scott Pilgrim. Es ist schon ein sehr einzigartiges Franchise, wenn man es so nennen will, dadurch geworden. Ich finde es auch interessant. Ich finde es schwierig, so zum Neueinstieg. Ich glaube, dann funktioniert das gar nicht. Wenn du nur jetzt den Anime guckst. Ja, du solltest den Film schon gesehen haben. Mindestens den Film gesehen haben. Viel. Mindestens den Film gesehen haben. Ich glaube, das funktioniert aber trotzdem auch nur, wenn du wirklich auch den Comic zumindest weißt oder merkst, das ist irgendwie nicht der Comic. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den Comic halt vor 10 Jahren gelesen. Und ich hatte am Anfang erst so gedacht, ist das so im Comic? Und musste dann nochmal reinblättern und dann festzustellen, ja, nee, also nach Folge 1 ist alles ganz anders. Ja. Und ich finde es interessant, aber es hat in der Serie nicht so geil für mich funktioniert. Aber kommen wir gleich dann nochmal zu. Aber es ist zumindest irgendwie, wie du schon sagst, halt cool, dass das alles so eigen ist. Der Film ist ja irgendwie anders als der Comic. Das Spiel ist wieder anders, das Ding ist wieder anders, aber alles passt trotzdem irgendwie, gehört dann irgendwie zusammen und baut irgendwie aufeinander auf. Ich will auch keine Quintessenz ist halt, wie sagst du damit? Ich finde jetzt, die Serie ist ja eine deutliche Antwort auf den Comic. Also so ein bisschen auch, es geht ja so ein bisschen so, wir leben jetzt, es ist halt ja jetzt ja lange her, der Comic. Und es ist halt wie so, ein bisschen wie eine Antwort da drauf, so was. Ja. Man hat das halt damals, er hat das halt damals so gemacht, wie er es gemacht hat, und jetzt ist das eine moderne Interpretation. Wie kann man diese Art von Geschichte noch erzählen mit den Figuren? Ich habe den Film kennengelernt, das war ja 2010, wo wir ja schon festgestellt haben, zu meiner Bundeswehrzeit. Ich habe mir da so VHS-Kassetten auf meinen Laptop drauf kopiert, um Filme gucken zu können, die aktuell sind. Und ich habe den Film angeguckt, ohne zu wissen, was gucke ich da jetzt. Ich habe das Cover gesehen, keinen Trailer, weil ich das ja immer gern vermeide, Trailer zu schauen, weil die mir zu viel spoilern. Und als ich dann den Film sah, wurde ich damit komplett belohnt, weil ich ja nicht weiß, was erwartet mich jetzt hier. Und dann geht das so, a Slice of Life fing das ja an, so irgendwie eine Pi-Bar, dass das so ein bisschen so nerdmäßig ist, dann hörst du die Zelda-Musik noch am Anfang, wo er auch in dem Bad ist. War glaube ich schon so dieses Once Upon a Time in Toronto. Ja, oder irgendwie so. Und dann flirtet er noch so mit der Ramona, so mit diesem Pac-Man-Joke, wegen dem Paco Paco, was auch immer. Und dann auf einmal driftet das so komplett ab, so da kommt irgend so ein piratenartiger Typ, also das ist ja der Joke auch. Will den attackieren, so, was ist hier los? Auf einmal werden hier Succubus beschworen, die Feuerbälle schießen und das wird ja alles so aufgebaut, wie es ist ja normale Slice-of-Life-Geschichte. Du hast vielleicht minimale Andeutung, aber auf einmal geht das so in Richtung Gamer, Beat'em-up, Overdrive, ja, Beat'em-up-Ding halt los und dann hat es mich aber eher dann komplett nochmal richtig begeistert. Wow, das hat er jetzt einen ganz anderen Drive aufgenommen. Gefällt mir sehr gut. Und dass es dann auch so endet mit, der wurde besiegt und da lässt er Münzen fallen. So Gamer-mäßig, wie du wirst ja belohnt dafür, dass du den Boss besiegt hast. Richtig gut. Und dann noch so Jokes, die immer gelassen werden. Wie zum Beispiel, kann mir ja nicht mal den Bus dafür leisten, von dem, was er da jetzt bekommen hat, von dem. Wie hieß er denn noch gleich? Matthew Patel. Ja, ist der erste, ne? Genau. Ja. Das wurden ja immer mehr Münzen, ja genau. Also ich wurde komplett belohnt, ich hab's dann richtig gehypt, gefeiert. Ich hab dann mit Freunden das dann abgefeiert, wir haben es alle gut gefunden. Also wir kannten niemanden, der es nicht mag. Und jetzt habe ich eine Freundin, die sagt, ich hasse es doppelt, weil die sind alle so toxisch miteinander. Scott Pilgrim ist auch nicht so eine gute Person, aber gut, er hat einen ganz anderen Blickwinkel an die ganze Sache. Ja, darum geht's ja in der Serie. Genau. Und das ist auch mehr im Comic drin, muss man sagen. Das wollte ich vorhin auch schon noch sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es so ist, aber ich bin der Meinung, der Comic war noch nicht beendet, als der Film rauskam.
Und der Film ist erstaunlich nah dran, lange Zeit am Comic. Natürlich alles cineastische und über visuelle Sachen noch mehr erzählt. Und der Comic ist so, ich hoffe, das ist jetzt nicht hier, ich weiß nicht, ob das für die Aufnahme gut ist, wenn die Baby... Dann mach deinen Satz noch zu Ende, machen wir wieder Pause. Und der Comic, der ist halt cool gezeichnet, ich mag den Stil, aber der ist auch relativ einfach. Ja, ist er. Ja, ja. Und bei jetzt auch der Anime ist stilistisch wiederum am Comic, auch wenn er inhaltlich sich mehr auf den Film bezieht. Das ist schon mal interessant. Und ich habe auch wieder gemerkt, ja, aber ich glaube, ich mag das schon auch so, dass das so dieses Zeichentrickmäßige hat. Mhm. Mag ich schon sehr gerne, weil man ja auch ein bisschen schreiben kann. Das ist zum Beispiel Mike Serra eine gute Wahl für Scott Pippen. Ich mag den gern. Ich mag Mike Serra generell. Aber ich habe mir schon irgendwie einen kantigeren Typ für Scott Pilgrim gewünscht, prinzipiell. Da haben sich schon viele Leute dran gerieben. Aber ich finde halt, es ist ein cooler Film. Also ich mag den Film mega gern. Ich habe den aber tatsächlich, glaube ich, habe ihn sehr oft gesehen, auch damals. Ich wollte nicht sagen, ich habe den nur einmal gesehen. Wow. Dafür, dass ich den so gerne mag. Aber ich gucke generell Filme nicht mehr als einmal. So, ich habe gerade überlegt, warum habe ich eigentlich Scott Pilgrim gesehen? Weil das war ja schon eine kleine, also zumindest in Deutschland, sag ich mal, das ist jetzt nicht so der große Hype. Ja, nee. Unter Nerds halt schon, aber damals war ich ja noch gar nicht so dick in der Szene drin. Das ist mir wieder eingefallen, das war ein Edgar Wright Film und ich war halt schon durch Shaun of the Dead und Hot Fuzz großer Edgar Wright Fan. Und dadurch kam das dann. Kurz erschrocken hier. Ja, der Hund wurde gerade in der Küche. Das war ja auch so eine Adelung für Scott Pilgrim. So, guck mal hier, so der König der aktuellen Nerd-Regisseure nimmt sich dieses Themas an. Und dann halt dieser krasse Nerd-Comic und alles trifft so. Und was ja noch dazu kam, das Videospiel, was ja auch Scott Pilgrim vs. The World, The Video Game hieß, das war ja so ein bisschen wie ein Promo-Ding zu dem Film. Obwohl es halt für sich auch nochmal komplett was Eigenes war. Und ich habe das auch so ein bisschen unterschätzt erst, weil ich dachte, das ist jetzt ein Promo-Gag. So wie wenn hier irgendwie Hugo das Spiel in der Konfekspackung mit drin ist. Aber das war komplett über meinen Erwartungen. Und das muss ja auch produziert worden sein, bevor der Film gemacht wurde. Das dauert ja wahrscheinlich länger, das Videospiel zu machen. Und das muss ja dann auch vor dem Comic fertig gemacht worden sein. Und nun war für mich so das Ding, du hast den Film, also ich habe den Comic ja schon mal angefangen gehabt, so vielleicht 3 Bände zu dem Zeitpunkt gelesen gehabt, dann guckst du den Film, kriegst das Ende von dem Film, dann habe ich als nächstes das Ende von, vielleicht sogar erst noch von dem Videospiel gesehen, was nochmal krasse ist auf eine Art, weil das ist so teilweise mit so Akira-Anspielung. Mhm. Und dann ganz zum Schluss, glaube ich, dass ich habe ich erst das offizielle Ende vom Comic gelesen, was ein bisschen in der Welt. Ich dachte, okay, ein paar Sachen sind halt in allen dreien mit drin, aber ich dachte, okay, der Comic hatte jetzt eigentlich so das schwächste Ende. Und jetzt die Serie hat es nochmal komplett auf links gedreht, aber so dermaßen krass. Und das fand ich cool an der Serie, dass die halt alle diese Adaptionen folgen dem ersten Band. Auch die Serie jetzt. Das ist ziemlich genau die erste Folge der erste Band. Also Precious Little Life. Mhm. Und dann ist halt aber der krasse Twist. Oh, Scott Pilgrim verliert den Kampf. Und ab da ist alles anders. Es ist nichts mehr wie in den Vorlagen. Die Film so ein bisschen. Ja, und wie der Comic halt auch. Also wie Comic, okay. Wie gesagt, und das ist alles selbst das Videospiel. Folgt halt noch, wenn man das so sagen kann, folgt das ja noch dem Comic. Also es ist immer so dieses, der trifft die Ramona Flowers und er hat sie schon in seinem Traum gesehen, in der Hyperraumautobahn, die durch seinen Kopf geht und dann trifft er die auf der Feier von Julie irgendwas. Powers. Ja, irgendwie so. Seine, Ja, ich bin leise. So, und dann lernt er die Ramona kennen, die sind auf einem Date und man hat schon nebenbei mal so diese Nummer mit
mit Knives Chow, mit die Highschool-Schülerin, die er ja auch datet, die aber erst 17 ist und eigentlich ist das nicht so cool. Und dann datet er schon Ramona Flowers, die er halt wirklich richtig gut findet, aber Knives erfährt nichts davon. Und dann haben die so ein Konzert. So, bis dahin ist immer alles klar. Ist ja auch recht so sehr überschaubar, da ist einer, der um eine neu gewonnene Freundin kämpfen muss, sieben Ex-Lover besiegen. Und das ist so diese Gamer-Ebene, ja, so immer mehr. Aber das ist ja nur eine Metapher. Genau, natürlich. Aber auch während der Film läuft oder die Storyline läuft, hat er irgendwie schon längst gewonnen, die Ramona Flowers, aber er muss sich trotzdem irgendwie beweisen. Und während er noch weitere besiegt, hat er Zweifel an der Beziehung. Sie ist so wild, dass sich ständig die Haarfarbe ändert. Und dass da auch so Struggle sind und das zieht sich dann halt so durch die ganzen Kämpfe. Und wenn ein schlecht gemachter Film hätte einfach nur gedacht, ja, du hast hier eine Freundin, musst alle 7-7, Ende der Geschichte. Aber diesen Tiefgang, den du ja auch beschreibst, mit diesen zwei Beziehungen und das ist schon so absurd, dass es wieder so interessant ist. Und das muss man halt sagen, was jetzt vielleicht auch hier deine Freundin, was du angesprochen hast, bemängelt hat, dass das so toxisch ist. Ich finde, das ist halt in dem Comic stärker drin, weil der gerade so im Mittelteil doch nochmal krasse abschweift. Der Comics, wie ich das in Erinnerung habe, der zieht sich storymäßig auch über mindestens ein Jahr, würde ich mal so sagen. Ist dann zwischendurch auch mal Sommer und da passiert auch viel noch, dass die alle so ihr Leben haben, die aus der Clique und bevor er alle dass die ihre Sexualität kennenlernen. Du merkst in der Phase dann irgendwann mal, ja, irgendwie geht's gar nicht so sehr drum, diese Ex-Freunde zu bekämpfen. Es geht halt drum, was die so als Menschen für Päckchen mitbringen, was die noch so für offene Rechnungen haben und so weiter. Und dass dieses Kämpfen ist so oberflächlich, das ist so kurz gedacht. Es geht halt wirklich mehr drum, dass man sich versteht, dass Scott Pilgrim auch erstmal klärt, was er zum Beispiel mit seiner Ex, mit Kim Pines damals hatte, dass er das erstmal aufbereitet, dass er bereit ist für den nächsten Schritt. Er hat ja dann auch noch die nächste Ex-Freundin, die mittlerweile berühmte Sängerin, dass er, Envy Adams, dass er halt mit der das auch nochmal aufbereitet. Und Ramona muss auch mit ihren Ex-Freunden das genauso aufbereiten. Und damit die beide bereit sind für eine Beziehung. Und der Witz an der neuen Serie ist ja, dass durch den Move, dass gleich am Anfang Scott aus der Formel rausgenommen wird, alles fehlt Scott diese Reflexion. Was wäre wenn? Ramona hat halt eine coole Rolle, weil Ramona ist irgendwie in allen anderen Adaptionen immer passiv. Kommt immer zu kurz. Es ist sehr passiv. Und das fand ich halt ein cooler, interessanter, moderner Move. Jetzt sie ist dann so der eigentliche Protagonist. Ja, sie ist der Protagonist und man kann ja schon sagen, ja, Scott kommt dann halt auch irgendwann mal wieder und dann ist es auch völlig anders. Auch wie Scott noch eine Schippe draufgelegt. Ja, wie Scott halt das reflektiert, was da passiert, das ist halt dadurch auch 180 Grad anders als im Film. Im Film hast du ja dann am Ende so diesen schönen Moment, finaler geheimer Endboss, Scott Pilgrim gegen Negasgott. Und dann ist ja dieser schwarze Energie-Scott, so in Anlehnung an Zelda, dieser Dark Link. Und dann labern die nur so ein bisschen rum und sind Freunde und ja, wir sind ja beide Scott Pilgrim, so nach dem Motto. Und hier ist das genau andersrum, weil hier ja auch dann nochmal Scott Pilgrim auf Scott Pilgrim trifft, aber ohne halt dieses Learning auf der Reise und ja, und dann funktioniert es halt ganz anders. Ja, und was mich dem Film auch so geprägt hat, weil ich den so gehypt habe, das ist der Humor. Auch viele Sprüche, die dort kommen, auch so in meinem Running Gag Wortschatz mit drin sind. Halt, zum Beispiel Sack, mag ich sehr gern. Oder halt so irgendwie, wenn es vom Kontext her manchmal passt, so, ja, ich schlage auch Frauen. Das ist ja klar. Ich frage mich jetzt gerade, was für ein Kontext macht es bei dir zu einem Running Gag? Ein Running Gag ist ja schon so, kommt häufig hervor. Und man hat das Wort Veganer gehört, bevor man wusste, was Veganer sind. Nein, das würde ich jetzt nicht so aufschreiben. Doch. Veganer sein war noch überhaupt kein Begriff zu der Zeit. Aha. Gab's nicht schon die Simpsons-Folge, wo Lisa Veganerin
Ja, die versucht zu vegetarisch. Aber ich wusste schon Anfang des Jahrtausends, was Veganer sind. Brauchen wir ja jetzt nicht drüber diskutieren. Aber was ich schade finde, ich habe auch in 78 Tage auf der Straße des Hasses, bevor ich das bei Scott Pilgrim gelesen habe, schon jemand, der Superkräfte hat, weil er Veganer ist. Echt? Und das hat mich dann so ein bisschen geärgert, weil Scott Pilgrim das natürlich vor mir schon hatte. Ich wusste es noch nicht bei Scott Pilgrim. Aber Rosinen haben wir nicht an. Ja, es ist bei 78 Tage auf der Straße des Hasses, gibt es so eine versteckte Subplot-Geschichte über Unsterbliche, die aber nur unsterblich sein können, wenn sie Veganer sind. Das wird schon alles vorbereitet und das sollte dann aber in einem späteren Story-Arc erst so richtig erklärt jetzt werden. Jetzt wird man sagen, das hast du von Scott Pilgrim geklaut. Ja, es ist schon ganz anders als Scott Pilgrim. In Scott Pilgrim ist ja das Ding, ah ja, klar, Veganer haben psychokinetische Fähigkeiten und können Portale erschaffen und teleportieren und so weiter. Das ist halt immer so dieser Überbau. Das ist halt bei Scott Pilgrim immer auch der Witz an dem ganzen Ding. Metaphern, das ist alles übertrieben, man muss sich das runterrechnen auf diese Slice-of-Life-Ebene. Wenn du da halt jemanden siehst, der 5 Meter hoch springt und sich in Geld verwandelt und lauter so ein Zeug, das ist ja nicht echt, das ist ja nicht so die Lesart, dass das wirklich so passiert, sondern das ist eine Überzeichnung, die man sich halt irgendwie interpretieren muss. Oder halt nicht. Also das kann man ja sehen, wie man will, aber ich gehe davon aus, dass halt der Autor schon davon ausgeht, dass man das alles nochmal versucht, ein bisschen einzuordnen. Was bedeutet das denn, diese Kämpfe gegen die Ex-Freunde jetzt anzutreten und dieser ganze übertriebene Bullshit? Auch so eine Charakterentwicklung ist es ja auch, die ganzen Stages durchzugehen. Mhm. Weil im 7. Gegnerboss G-Man, da scheitert er ja 2-mal gegen den Boss. Du musst das wie so ein täglich grüßtes Murmeltier dieselbe Sache nochmal machen. Und da finde ich es sehr schön vom Film, dass die seine Motivation ständig ändern. Er muss immer wieder neue Lösungsansätze finden, wie er ihn, die ihn jetzt besiegen kann, den G-Man. Und das letzte war dann so, er macht es nicht aus Liebe Ramona gegenüber, weil er halt die alte knallen will, sondern er macht es aus Selbstüberzeugung. Dass sie das die macht. Das finde ich halt oft wichtig, weil viele, ja, ich nehme jetzt gerne Animes als Beispiel, da ist oft das Ding, dass die so hünschenhaft sind, die Protagonisten, wenn die halt eine Alte klar machen wollen, dass sie dann so übelst krass devot sind und sich komplett aufgeben, nur der Frau wegen und nicht aus Selbstüberzeugung in die Beziehung reingehen wollen. Und das ist für mich, finde ich, eine sehr wichtige Botschaft. Ja, wobei man ja sich selbst geißelt. Immer sagen muss, das ist auch das Schöne an Scott Pilgrim, dass das keine japanische Geschichte erzählt. Ja, und ich finde das mega wertvoll und ich finde, es muss auch viel mehr geben, weil meine Lieblingsanime sind fast durch die Bank weg Geschichten, die keine japanischen Geschichten sind. Nichts gegen die japanische Kultur, aber meine Lieblingsanime sind zu einem großen Teil japanische Interpretation von, ich sag jetzt mal, vor allem westlichen Romanen. Und das ist halt sowas wie Heidi zum Beispiel auch. Ne? Das ist ein Schweizer Roman, von Japanern interpretiert und sehr gut interpretiert. Ich finde, dadurch kommt immer was Schönes zustande. Mhm. Und ich hasse immer so dieses moderne, typisch japanische, klischeebeladene. Das ist unsere japanische Highschool. Das sind japanische Kids beim Daten. Und da ist noch irgendwie so ein übernatürliches Zeug. Date Alive oder irgendwie sowas. Ich mag sowas überhaupt gar nicht leiden. Und Scott Pilgrim hat ja diese Sachen von diesen japanischen Klischees übernommen, erdet die aber in eine hemdsärmelige, bodenständige, gute Slice-of-Life-Geschichte prinzipiell. Ja. Und das wiederum von Japanern zurückinterpretiert, diesen Overdrive, finde ich interessant. Ich muss aber auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass Science Saru oder wer auch immer dafür dann letztendlich verantwortlich sich dann zeigen muss. Ich finde, das ist für mich die größte Schwäche von Scott Pilgrim hebt ab. Dieser japanische Rückeroberungsversuch, weil da viel so Japano. Das kannst du auch
auf amerikanisch beziehen mit der Ritter muss die Prinzessin vom Drachen retten, gedöns. Nee, du weißt doch noch nicht, worauf ich hinaus will. Ich meine folgendes. Der Comic von Scott Pilgrim zum Beispiel, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, der ist immer sehr nah dran an den Charakteren und ihren Emotionen. Der sieht halt aus wie ein Manga oder wie heute vielleicht so viele Webtoons aussehen würden. Ist aber erfrischend ehrlich und so wie es Manga in der Regel nicht schaffen, weil die zu schnell zu krass abdrehen. Mhm. Und das mochte ich immer gerne. Ich das Beispiel mit, er hat sich schon eigentlich so teilweise erobert, es fehlen noch ein paar Ex-Lover, aber er hat schon Zweifel direkt an der Beziehung. So. Zum Beispiel sowas, aber das war ich auch. Mit Charakteristiken konfrontiert wird, die man erst erfährt, wenn man länger mit jemand zusammen ist. Dass da so diese rosa-rote Brille so ein bisschen das fallen lässt und das bleibt bei japanischen Beispiel immer aufrechterhalten. Die haben immer ihre rosa-rote Brille auf. Ja, und auch das Ding, dass Japaner so diesen Hang haben bei ihrer Popkultur, und ich rede nicht von allen Manga und Anime, es gibt doch ganz viele Sachen, die das nicht bedienen. Also bis das sind nicht die Sachen, sind immer die sehr schnell in Heiraten drin. Ja, ich meine nicht mal heiraten, es ist Subtilität, sage ich jetzt mal, mein Lieblingswort. Ich bringe jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Love Story in so einem Fantasy-Setting, sag ich mal, mit aber einem realen Grundsetting, Sword Art Online. Furchtbare Charaktere, alles so übertrieben, alles so nicht echt, du kannst dich nicht reinversetzen, weil Menschen so nicht sind. Scott Pilgrim, im Prinzip, ähnlicher Grundsatz, realistische Basis mit so einem übertriebenen, so übertriebenen Spitzen, aber erstaunlich nah dran an echten Gefühlen, wie gesagt, gerade der Comic so im Mittelpart, wo sich auch der Comic die Zeit nimmt, zu sagen, wir konzentrieren uns mal auf Details, die in der Beziehung aber auch wichtig sind. Schafft ein Manga oder ein Anime in der Regel gar nicht, weil man Angst hat, ach, die langweilen sich, dann komm, wir müssen wieder irgendwie eine lustige Fresse machen, oder jetzt guckt er sich einen Schlüpfer von der an, jetzt haut die den mit dem Wischmopp, weil es eine Zundere ist. Ja, aber niemand nimmt sich mal wirklich den Mut und die Zeit raus, mal ernsthaft eine Beziehung zu erörtern. Das hast du vielleicht in sowas wie Gute Nacht, Punpun, aber nicht in halt diesen ganzen Harem-Anime oder sowas. Ja, ich weiß, das ist immer so das Extrem, aber da kommt halt auch viel her, wo ich vorhin drauf hinaus wollte, weil was sein Saro jetzt wieder in Scott Pilgrim reingebracht hat, ist wieder ein Teil von diesem Bullshit leider. Und was für mich relativ früh so ein Abfucker war, ein ganz kleiner Spoiler, wie gesagt, am Ende von der ersten Folge, von den insgesamt 8 Folgen von der Netflix-Serie, Scott Pilgrim hat verloren, bedeutet auch, das ist jetzt ein Mini-Spoiler für die erste Folge, der gilt als tut, in Anführungsstrichen. Und dann sind die in der zweiten Folge bei seiner Beerdigung und niemand nimmt das ernst. Das hat mich mega abgefuckt. Weil ich dachte, das wäre im Comic nicht so gewesen. Klar, die machen mal einen ironischen Spruch oder die nehmen mal irgendwie so einen Kampfmove ein bisschen zu locker. Aber ich hatte das total genervt. Da hätte es Figuren gegeben, die das ironisch nehmen. Mhm. Aber es hätte auch Figuren gegeben, die da traurig einfach gewesen wären. Und da ist es halt so wie, Ja, alle Spruch, immer nur so, ich bin abgelenkt, jetzt kommt Andy Adams, ich bin ihr größter Fan. Und da ist sogar Scott Pilgrims Schwester so, Scott Pilgrim ist tot, hörst du nach dem Motto, schuldet mir noch Geld. Wie wichtig Leute ihnen gegenüber sahen. Nicht so wichtig, dass sie da nicht so ruhig gehen. Ja, aber du machst damit halt die Emotion kaputt. Ja. Und das war Scott Pilgrim für mich. Vielleicht wollen sie vermeiden, dass du kommen, der das wahrnimmst, dass der tot ist. Aber warum? Warum opferst du das gleich zu Beginn? Ich finde es aber wichtig. Jetzt kommt wiederum der Punkt, wo dann die Serie für mich das wieder rettet, weil dann kommen auf einmal Folgen, wo Ramona echt gute Momente hat mit ein paar von ihren Exen, wo die gut connected. Mhm. Also gerade auch mit dem Mädel da, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, die mit dem halb Ninja. Mit dem Hammer. Roxy.
Nee, hatte die einen Hammer? Nee, die hatte keinen Hammer. Naja, Ramona hat einen Hammer. Die Ninja-Frau, die haben ja dann den Kampf in der Videothek und das sind so Momente, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wieder so das klassischere Comics Scott Pilgrim. Also, die haben es schon prinzipiell verstanden, aber warum diese Zugeständnisse an dieses Anime-affine Publikum? So dieses Black Butler-mäßige, was ich hasse wie die Pest. Nie gesehen, will ich. Keine Sekunde einfach mal im Moment bleiben, einen Moment ernst nehmen, sondern immer so, ich muss das jetzt mit einem Gag brechen, mit einem furchtbar schlechten chibi Face, super deformed Gag. Bei Scott Pilgrim ist es natürlich ein bisschen anders, aber immer so dieses, wir können die Situation einfach nicht ernst nehmen. Wandelt sich aber, dann hast du ein paar Folgen. Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Scrubs, wo es wird auch als Dramedy genommen und da waren traurige Szenen auch wirklich traurig. Ja, gegeben, genau, musst du weil auch die machen. Eben nicht dann noch ein Gag drangehangen haben, weil sie sich als Comedy auch sehen. Ja, Scrubs ist natürlich aber dann schon wieder leider so immer voll auf die 12, wenn es in die Drama in Anführungsstrichen. Aber es schafft es, Drama zu halten und nicht gleich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist jetzt nicht für mich nicht das beste Beispiel, aber es ist spontan ein. Ja. Gibt natürlich da wirklich richtig schöne Beispiele, so wo zwischen Spaß und Drama halt noch authentischer gewandelt wird. Wobei man auch sagen muss, Scott Pilgrim ist ja jetzt auch nicht das Paradebeispiel für Authentizität. Mhm. Aber diese Spitzen, sowohl im hemsärmeligen Slice of Life Bereich, als auch im übertriebenen Manga Bullshit Overload, das hatte das eigentlich immer in allen Adaptionen gut ausbalanciert. Hier ist es insgesamt auch gut, aber wie gesagt, am Anfang war es noch so ein bisschen holprig, kriegt sich für mich ein. Ich mochte die erste Folge echt gerne, die zweite war dann so, wo geht's denn jetzt hin? Mhm. Aber ich hatte dann, irgendwann hatte ich mich so reingefunden und habe das auch dann wirklich genossen, die Netflix-Serie. Also ich habe die wirklich auch Gegensatz zum Hoogie als sehr gut empfunden. Jetzt möchte ich mal vom Hoogie wissen, was hat dich so abgepackt? Also ich hasse die nicht, die Serie, ne? So ist es nicht. Das ist halt, ich mag das, wie das animiert ist, ich mag, wie das gezeichnet ist. Ich mag, dass das einfach anders ist als der Comic. Aber ich finde, es meandert viel so rum. Okay. Ich finde halt dann, also es gibt dann ja so viel Action zwischendrin, da gibt's da die Ninja, ich hab's dann so analysiert, dass es jede Folge einen Kampf geben muss. Ja, es ist schon auch so. Weil die Ninja. Muss auch irgendwie sein, es ist ja nun mal auch irgendwie so. Und die Ninja-Fotografen? Diese Fotografen. Fand ich super. Das war schon schöner Bullshit. Ich finde, dass die Gags haben meistens nicht gut gezündet. Okay, weil die haben auch diesen Schnürsenkel-Gag nochmal wiederholt. Ja, brauchte ich auch nicht. Ich finde, das ganze Ding ist ja dann sehr Meta. Haha, guck mal, wir machen den Film. Es gibt ja auch den Film. Edgar Wright, aber der heißt Edgar Wrong. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Das hat mich da alles nicht so richtig abgeholt. Ich mochte das, ich finde, das zieht zum Ende dann wieder gut an. Mhm. Wenn es dann so in dieses Finale reingeht und so. Animiert halt cool. Und ich fand leider komischerweise auch, das sind ja alles die Sprecher, also die Synchronsprecher hier in der Serie sind die Figuren, die Darsteller aus dem Film. Und in der deutschen Version auch die echten, also die ja, das sind sie wirklich nicht, das habe ich ja alles auf Englisch geguckt. Ich weiß, aber André, ich bin ja noch gerade dran, darauf schon anzumerken. Das ist schön auch, ja. Finde ich auch gut. Ich finde aber, also ich weiß ja nicht, wie es im Deutschen ist, aber ich finde, die haben das nicht so gut gemacht. Irgendwie. Ach so, gut, dann würde ich... Die Englischen, ne, die originalen Schauspieler, die haben das nicht gut synchronisiert. Da würde ich einhaken und sagen, ne, die Schauspieler haben immer nicht Synchro-Erfahrung, weil Synchro ist immer schon was anderes. Ja, daran kann es liegen. Deswegen merke ich keinen Unterschied. Aber es sind doch Schauspieler, die sollen sich halt dann Mühe geben. Für mich ist es wirklich die Figur aus dem Film, weil die Sprecher halt so spielen, wie sie spielen. Und vielleicht fehlt das den Schauspielern die Erfahrung mit Synchro. Es ist auch nicht super scheiße. Manchmal habe ich hier, vielleicht ist es auch so das Ding, die Ramona Flowers zum Beispiel, die ist ja auch schon 40 wahrscheinlich. Ja, die Mary Elizabeth. Wenn die dann einen Teenager oder eine 20-something spricht, ist vielleicht dann komisch. Ja.
Das, ach, ich weiß auch nicht, das hat so alles so... Das hat's nochmal reingebombt bei dir. Sind so viele Kleinigkeiten. Okay, irgendwie. Aber so, ja gut, aber das kann dich ja trotzdem sehr lange ärgern, wenn das immer wieder so auftritt. Und gerade bei Synchro, weil es das ständig ist, Synchro. Naja, ja. Kann das schon ein Downer sein. Das hat alles so dafür gesorgt, dass ich da immer so dachte, oh ja, ja, zum Glück ist nicht so lang die Serie. Findest du es in Ordnung? Ich hab's dazu ja auch noch dann mit meiner Freundin zusammen geguckt. Nochmal? Die kannte... Gleichzeitig. Also, gleichzeitig habe ich das geguckt. Und die hat den Film auch mal gesehen, aber die kennt den nicht so gut wie ich. Ich habe den halt oft gesehen damals. Mhm. Die hat den Comic nicht gelesen. Und da habe ich dann schon nach der ersten Folge gedacht, oh, das könnte dann schwierig werden. Okay, und meinte, ich habe nur den Film gesehen. Und sie meinte auch, ja, wir gucken das jetzt weiter zu Ende. Aber sie meinte auch so, ja, war nicht so. Okay, weil toll. Ich habe nur den Film gesehen. Vorher. Nichts mit 0-0 was mit Comic. Ich fand's super. Also aus dem, also ich finde, der Film reicht aus. Und ja, würde ich auch sagen, dass das sehr reicht. Ich glaube, das ist denen auch bewusst, dass die Leute vor allem den Film gesehen haben werden. Auch wenn der Film als Flop gilt, der natürlich dann so rückwirkend schon noch so seinen Kult-Film-Status bekommen hat und wahrscheinlich auch irgendwann mal Plus gemacht hat. Aber damals, als er rauskam, war es ja schon krasser Flop. Die Serie spielt auch, finde ich, ein bisschen zu viel damit. Ja. Die hauen ja dann immer so Meta-Gags raus wie, ja, der hat alle möglichen Karrieren zerstört, was halt witzig ist, wenn die Synchronsprecher die Schauspieler sind, deren Karrieren angeblich zerstört wurden. Mhm. Ja, Edgar Wright, das geht's auch nicht schlecht. Ich fand aber auch dieses Spiel mit dem Filmstudio, wer dann Scott Pilgrim spielt, dass es dann wiederum ein Ex-Lover ist, das fand ich super. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein komischer Detour-Kram noch, dass dann halt so alle möglichen Charaktere in diesen Filmset mit reingezogen werden, dass ja auch hier warum fallen mir die Namen nicht mehr ein? Der Mitbewohner von der heißt Wallace, aber du hast einen anderen Nachnamen oder was? Wallace Wells klingt irgendwie Ich guck mal. Es ist so, ich werde gleich sagen, ja, stimmt, wie dumm, dass man sich das nicht merkt. Aber der hat ja wirklich eine relativ kleine Rolle im Buch, so wie ich das in Erinnerung habe, und im Film eigentlich auch. Und das wird hier aber auch wieder metamäßig thematisiert, dass der eigentlich immer zu kurz kommt. Hier hat er dann auf einmal so eine große Rolle, weil er dann halt Wallace Wells. Ja, weil er dann halt sich selber auch spielt. Und dann hat er noch so diesen Subplot mit diesem, ja, so Liebe ist nicht echt. Ja, warten wir mal ab bis zum Ende der Serie. Vielleicht geht ja doch noch was für Wallace Wells. Und hier Young Neil, wo ich mich überhaupt nicht erinnern kann, wo der im Comic vielleicht mal am Ende noch gelandet sein mag. Aber die Figur war halt nicht so wichtig und hier wird die dann so künstlich nochmal aufgebläht. So, ey, jetzt ist aber der große Moment von Young Neil. Ja, es ist so ein bisschen wie Mickey Mouse Wunderhaus, dass halt mal alle shitty Friends von Donald Duck irgendwie nochmal eine Rolle brauchen. Und dann denkst du, ja, aber ganz ehrlich, Minnie Mouse und Daisy, die haben eigentlich nichts zu tun. Ihr müsst jetzt nicht noch irgendwie eine Geschichte um Mickey und Minnie und Daisy machen. Also, der Zug ist abgefahren. Lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es versucht. Ich fand es auch trollig. Es fühlt sich so ein bisschen fremdkörperlich an, aber ich fand es trotzdem eigentlich nur mal unterhaltsam, was da passiert. Aber es ging dann halt auch schon sehr weit weg von dem ursprünglichen Scott Pilgrim. Weil es ja dann wirklich auch so eine fast schon so eine Murder-Mystery Rahmenhandlung ging und nebenbei aber halt auch noch dieses Ex-Lover-Ding klären und ja, wie ihr sagt, jede Folge ein Kampf, aber alles so ein bisschen auf links gedreht. Ja. Das ist halt dann oft nicht der Kampf. Grundsätzlich Ramona, was vorher nicht so dachte, dass die so... Ja, grundsätzlich so Ramona dann die Hauptrolle zu geben, fand ich irgendwie eine coole Idee. Ich fand das alles super. Ich mag, dass es komplett den ganzen Film anders erzählt und nochmal alles recycelt, aber ganz anders recycelt. Und das fand ich so schön gemacht, dass es nicht billig wirkt. Das ist wirklich... Nein, es war auch irgendwie
dadurch schlauer als alle bisherigen Versionen, ja, weil du gemerkt hast, die haben ja alles nochmal aufgegriffen, mhm, aber es aber kommt an einer anderen Stelle immer. Ja. So, aber natürlich auch viel Vertrauen in die Basis, dass man sagt, hey, das lohnt sich, das nochmal aus einer anderen Sicht zu erzählen. Matthew Patel, der das Schwächste theoretisch ist, weil er als erstes stirbt, dann auf einmal der Kopf hinter den ganzen Superbösewichten. Das war schon überraschend. Weil er dann doch den einen Team-Man besiegt und alles und die Firma übernimmt. Super gemacht. Macht ihr das auch, dass die ganzen Bösewichte halt raus sind aus ihrem Anfang des Jahrtausends? Wir sind halt einfach nur so reine Bösewichte-Ding. Sondern dass die alle so eine Backstory bekamen. Mhm. Alleine, dass der im Film damals von Chris Evans gespielte, der Lucas Lee, der taucht ja einfach am Set auf und denkst, ja, der ist halt der große Hollywood-Star. Und hier wird aber dieses kleine bisschen Backstory noch gezeigt, wie der in seiner LA-Villa da ist und der Agent ruft an, ja, du wirst gecancelt und so weiter. Und da kann man sich vorstellen, ja, das wird wahrscheinlich im Comic und im Film auch schon die Basis der Figur gewesen sein, aber du hast noch nie diesen Blickwinkel bekommen. Und jetzt erstmals werden dir so diese 2-3 Minuten noch gezeigt und die Figur kriegt einen völlig neuen Twist. Und auf einmal fand ich das interessant, was mit Lucas Lee passiert. Mhm. Und Chris Evans hin oder her, toller Schauspieler, aber das war auch irgendwie so eine verschenkte Rolle im Film. Im Comic auch relativ uninteressant in Erinnerung. Ich kann mich da jetzt gar nicht groß erinnern. Es war im Film auch irgendwie der Kampf gegen seine Stunt-Doubles oder so. Mhm. Und hier ist auf einmal so ein völlig anderer Ansatz. Und dass du dann diese Bromance eingeht mit Gordon, beziehungsweise Gideon. Das sind so dumme kleine Gags, aber dass die einfach sagen, ja, die sind nicht mehr die eindimensionalen Bösewichte, diese wandelnde Metapher für die Beziehung, diese, ich sag jetzt mal so, Vergangenheit, die bewältigt werden muss, sondern die sind ihre eigenen Charaktere, die kriegen eigene Geschichten. Aber, wie Hugi sagt, ja, dadurch meandert es halt auch wirklich viel rum, weil auf einmal hast du halt so viele Figuren, die irgendwie noch eine Rolle spielen. Aber ich habe das angenommen, ne? Ich habe da mich für interessiert, wie das so, wie sich die alle neu formieren und wie die am Ende auch wirklich gar nicht mehr interessiert sind an dem Kampf. Ein schöner Moment, wo dann Scott am Ende wieder da ist und so, jetzt muss ich doch nochmal gegen alle kämpfen. Ey, keine Zeit, ich will jetzt hier das Musical angucken. Alles gut, wir werden in der Zukunft mal Freunde sein, haben wir gehört. Wir müssen jetzt nicht kämpfen. Das ging ja dann zum Ende in so Twist auf Twist mit gegen sein alter Ego-Fight. Dann war der Titel dann auch wieder der titeltragende Scott vs. The World gegen den Rest der Welt. Wieder schön ironisch, weil das einfach nochmal den Titel bricht, was es eigentlich gedacht war. Mm. Und er ja dann wirklich gegen alle kämpft, auch gegen sich selbst aus der Vergangenheit, also aus seiner Sicht Vergangenheit. Aber André, Gag, den du verpasst, wenn du es auf Deutsch guckst. Ja. Der Synchronsprecher vom alten Scott Pilgrim. Mhm. Hast du es mitbekommen? Ich versuche mich trotzdem irgendwie die Stimme mal, aber da ich die Folgen ja durchgebinged habe. Nee, ist im Deutschen ist nicht schwierig. So. Ist im Deutschen. Weil die nehmen ja gern von dem Schauspieler, ja, den Synchronsprecher. Haben sie im Deutschen vergeigt, den Gag. Okay. Ich bin der Meinung, die haben. Also, es ist halt irgendwie so verständlich. Ein später Last Man on Earth. Dann nicht. Nachgeschobener Gag, ja, wird von Will Forte besprochen, dem, ja, Last Man on Earth. Cool. Was sehr passt. Sagt er dann Zukunft. Wie Boom. Ach, André. Mhm. Aber ist doch witzig, ja, dass die sagen, hey, guck mal, Last Man on Earth, Will Forte, in der Zukunft, alles so ein bisschen irgendwie abgeranzt und der darf jetzt nochmal den erwachsenen Scott Pilgrim spielen, weil es irgendwie auch charakterlich so... Weil er auch so abgeranzt ist. Ja, fand ich war cool. Und der junge Scott Pilgrim, Finn Wolfhard. Hm. Besser. Kennt man nicht. Ja, ganz unbekannter. Ja. Na dann. Man kennt ihn aus dem Ninja Sex Party Video. Nein, das ist von Stranger Things. Der Junge, der eine Junge, der Hauptcharakter von Stranger Things, so im Prinzip, wenn man so will. Mike. Mikey. Mikey, von mir aus Mikey, wenn du ihn so nennst. Ja, sind noch so ein paar nette Sachen mit drin. Ja. Okay. Ey, ja, es soll auch generell viele Easter Eggs gegeben haben, die Zago gesehen hat, die ich nicht gesehen habe.
Ja, und er meinte, wenn er es immer wieder guckt, dass es dann noch mehr Easter Eggs findet. Ja. Dass da halt Figuren platziert haben. Da hab ich noch Simon Pegg und Nick Frost kam vor. Genau. Das war auch, es war so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen. Nicht so begeistert. Ach, naja. Für Easter Eggs. Ja, es gehören auch viele Easter Eggs da rein. Ich bin nur schon mittlerweile selber so aus diesem Easter Egg-Ding wieder ein bisschen entwachsen, weil es, das hat mal irgendwie die letzten 10, 20 Jahre, also diese ganze Meta-Blase, die hat sich ein bisschen zu sehr aufgebläht. Und ich war mal ein riesen Fan von so einem Zeug, habe ja da auch wissenschaftliche Arbeiten sogar drüber geschrieben. Mhm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so wie ich da das wissenschaftlich abgearbeitet hatte, da habe ich überall nur noch sowas gesehen, so dass es mich nur noch abgefuckt hat irgendwann. Also gerade das ganze Marvel Cinematic Universe ist da ein einziger Clusterfuck an sowas. Und hier fand ich es harmonisch gelöst. Die haben das schon gut hingekriegt. Vor allem schon charmant alles. Ja, auch so Kleinkram, wie dass du denkst, die waren so nah dran am Comic, aber die haben die Piper am Anfang vergessen. Mhm. Letzte Folge kommt nochmal die Piper oder irgendwie relativ spät. Die waren doch vielleicht Anfang, glaube ich. Nee, die Piper, die, vielleicht doch in Folge 5 oder so. Da geht dann nochmal jemand pissen und dann kommt doch nochmal die Piper. Die waren auch aber die fand ich jetzt immer nie so wichtig. Ich bin der Meinung, die haben die nicht drin gehabt in Folge 1. Das ist nicht in Folge 1, das ist irgendwo in der Mitte. In dem Wohnwagen, glaube ich, dass da. Ja, hast recht. Abschließend. Die haben ja am Ende der Serie noch so aufgebaut, ja, da könnte jetzt noch was kommen, weil die ungedachte Figuren jetzt wieder was aufgebaut haben, jetzt so bösewichtmäßig so hahaha, evil Lache. Das Ding ist, die Macher haben von Anfang an das so eingerichtet, ja, wir werden keine zweite Staffel machen wollen oder können, weil wir wissen, dass Netflix immer gern so Fanliebling-Sachen cancelt, also abbricht, keine zweite Fortsetzung gibt. Und deswegen haben die erste Staffel einfach so krass vollgepackt mit krassen Sachen, dass sie von Anfang an davon ausgehen, wir brauchen keine zweite Staffel. Und das wird es dann auch so werden wohl. Das ist keine dass die Serie auch keine zweite Staffel haben sollte, weil es totaler Quatsch wäre inhaltlich. Ja, weil was soll sie denn machen? Ja, das ist ja nur so ein Gag. Das ist so krass am Ende, dass das eskaliert. Was willst du da noch besser machen? Nee, es geht nicht mal ums besser machen. Es ist wirklich einfach nur, das ist halt ein Witz. Das ist so. Es gibt ja diese eine Sache am Ende, dass da halt zwei Figuren sich dann halt so im Monitor angucken und bereit für unseren nächsten Plan. Das ist halt ein Witz, das ist ein Witz für Beziehungsarbeit. Mhm. Damit die was, diese beiden Figuren, die dann jetzt zusammen sind in der Serie, dass die was haben, was die aneinander bindet. Ein Plan, das ist so wie gemeinsam Netflix gucken oder gemeinsam bouldern gehen oder sowas. Und die haben halt böse Pläne schmieden, in Anführungsstrichen, was die wahrscheinlich eh nicht machen, aber die Idee verbindet die. Aber es wäre total an der Metapher vorbei, wenn die dann wirklich in der zweiten Staffel wie so Team Rocket gäbe und einen neuen bösen Plan haben. Ja. Und die alte Gang muss nochmal zusammenkommen. Mhm. Hey, es passt schon so. Ich frage mich nur, ob es noch Raum gibt, irgendwann mal wieder für eine neue Scott Pilgrim-Interpretation. Das ist dann in 10 Jahren oder so. Kommt wieder 10 Jahren, ja. Die Light Novel. Hm. Scott Pilgrim. Theaterstück. Scott Pilgrim, das Dating Game. Die nehmen ja schon Scott Pilgrim, das Musical vorweg. Ja, aber vielleicht wäre das ja wirklich das Ding. Vielleicht wäre es ja sogar wirklich eine gute Idee. Warum eigentlich nicht? Scott Pilgrim Magic Karten Edition. Scott Pilgrim, die Live-Action-Serie in 8 Folgen. Was ja niemand gemacht hat, ist einfach nur den Comic wirklich mal 1:1 zu adaptieren. Aber ich finde, Scott Pilgrim hat jetzt auch sehr deutlich gemacht, dass es das nicht will. Ja, als Franchise. Was ist denn anders im Comic? Ach, der Comic, wie gesagt, hat eine längere Zeitspanne. Die Nebenfiguren stehen mehr im Mittelpunkt. Mhm. Und die haben auch alle einen anderen Schlusspunkt. Also ganz berühmt weiß ich noch, weil es war wirklich damals ein Thema, Stephen Stills, der Gitarrist der Band, der ist am Ende geoutet. Der ist dann in einer schwulen Beziehung. Die Kim Pines, die hat dann noch einen größeren Arc hinten raus, weil es, wie sich dann rausstellt, ist Scotts Geschichte ganz stark an Kim gebunden, weil die mal gedatet haben und
Band 5 oder so ist das, wo die dann nochmal richtig viel Screentime bekommen, fast schon wie so dann in dem Band der Hauptcharakter ist. Ich vergesse auch immer, wer in welcher Adaption lesbisch und schwul war. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob im Comic... Corona muss ja so eine lesbische Phase gehabt haben, weil wir ein Ex... Naja, ja, das ist immer gleich. Aber wie gesagt, die Nebenfiguren, zum Beispiel Knives Chow ist meiner Meinung nach in einer der Adaptionen am Ende auch mal lesbisch. Ich glaube, dass die mit Kim Pines mal küsst. Ja, das könnte genau... Und im Comic ist es so, dass am Ende der Gideon Graves, hieß er doch mit Nachnamen, ne? Der hat dann noch seine 7 Ex-Freundinnen, die er wie so Batterien anzapft und sowas. Der hat da so einen Club, wo der dann die so vom Himmel runterlässt, wie ein Neon Genesis Evangelion-mäßig Apparatur ist das. Und da hat es mich schon doch ganz schön verloren. Richtig düster. Weil da dachte ich mir, das ist doch irgendwie gegen die Metapher. Es geht doch nicht um seine 7 Ex-Freunde. Das ist jetzt noch so... Das macht jetzt irgendwie auch nicht das so richtig Sinn. Vielleicht soll das so spiegeln, dass er dann daraufhin die Idee hatte, das dann zu machen. Ne, es ist so, es verhebt sich dann so ein bisschen der Metapher. So die prägenden Punkte sind wie gesagt immer gleich. Auch wie dann... Scott sich dann mit Ramona zusammentut und wie Scott so seine Selbstreflexion hat, wie er sein Extra-Leben zwischendurch auch mal verliert, damit er nochmal einen Versuch hat und wie er dann halt so zu sich selbst finden muss, damit er zu Ramona kann und so ein Kram, das ist schon immer drin, diese Keynotes, aber ich fand auch, das war im Film eigentlich schon gut erzählt, aber das sind halt Geschichten von den 2010er Jahren genau genommen. Und das ist schon ein guter Ansatz, dass jetzt die neue Serie sagt, na, so kannst du heutzutage so eine Geschichte nicht mehr erzählen, das passt ja nicht mehr zum Zeitgeist. Der Film spielt ja in der Gegenwart so 2010 rum dann, ja, und die beziehen sich ja auf den Film und müssen ja dann trotzdem vermeiden, dass es jetzt Smartphones auf einmal gibt. Naja, es gab ja 2010 Smartphones, bloß ich glaube, aber nicht so, dass der Film eher... ja zu der Zeit spielen müsste, als die ersten Scott Pilgrim Comics rauskamen. Und das müsste 2003, würde ich jetzt mal sagen. 2004 vielleicht gewesen. Klapphandys gab's. Ja, ja. Aber das ist so Ende meiner Schulzeit. Ich gucke jetzt mal, wann der erste Scott Pilgrim Band rauskam. Ich würde jetzt raten, 2004. Und ich glaube einfach, 2004 spielt das. Es gibt aber ein paar Sachen, wo es sich widerspricht. Das hat mich nämlich auch mega genervt. Einmal... als Scott dann wieder zurück ist in der Serie, sagt er sowas wie, ah ja, ja, du bist ja wie dieser eine Detektiv mit Deduktion und so weiter. Meinst du Columbo? Nein, ich meine Meisterdetektiv Pikachu. Das hat mich vorausgezogen. Ja, ich dachte, das kann ist gar nicht zeitlich sein. Das nicht war nur so ein eingebauter Gag vielleicht. Keine ja, Ahnung. Aber das ist schlecht, wenn es halt da... Das war dann wahrscheinlich nur, um die Zielgruppe zu erschließen, die halt... Das ja, aber es ist dumm. Es ist dumm. Ist halt verspielt. Es ist halt in dem Moment machst du das Worldbuilding kaputt. Genau. Ja, 2004 kam der erste Band raus. Und wie gesagt, ich denke, weil gezeichnet, wahrscheinlich dann 2003 angefangen mit Zeichnen. Und meiner Meinung nach wird das wohl da dann auch immer spielen. Und es muss auch irgendwo dort spielen, damit manche Sachen überhaupt nur funktionieren. Ja. Also Huki hat Scheiße gefunden, wie Sau. Nein. Ja, ich fand's super wie Sau. Mir hat super gut gefallen. Auch wieder mussten zwei Empfehlungen her, damit ich es dann erst gucke. Mich motiviert, weil ich fand dann, es klang wie, ach so, die machen wir den Film noch oder was, aber dann ich dachte, gehört habe, dass es dann nicht so ist, dann geil. Ich dachte, die machen echt den Comic einfach. Ja. Und hätte nicht gedacht, dass es mich so abholt. Also. Und Ruby, jetzt ist es ja so, es kommt ja manchmal doch sowas zustande, wie ja auch das Radiant von dem Tony Valente, was dann mal ein Anime bekommen hat, obwohl es nur ein französischer Manga ist, der ja auch noch läuft. Dann Scott Pilgrim, wo ja auch immer das so hieß, ja, es ist ja im Prinzip Manga, ja, Manga, wie man es auch immer definiert. Jetzt hat es halt auch so diese krasse Aufmerksamkeit. So wie, guck
guck mal hier, ich als Kanadier, ich respektiere die japanische Popkultur, das biete ich euch an. Und die Japaner haben gesagt, alles klar, ihr Ausländer, ihr macht viel so Manga-Zeug, das meiste ist furchtbar, aber das Ding, das nehmen wir an und das veredeln wir jetzt, indem wir das halt einmal durch unsere Popkultur durchspülen. Mhm. Wie empfindest du diese Entwicklung? Kommt ja anscheinend selten genug vor. Gibt ja noch so ein paar Ausnahmen, wo dann irgendwie mal so ein Franchise aus dem Westen dann doch auch nochmal irgendwo von Japan ein bisschen gut angepackt wird. Gut finde ich das. Ich finde immer Best of Best muss zusammenfinden. Wir leben ja auf der Erde alle zusammen, wie alle Menschen. Wie in dem Video, hier, was wir mal angucken. Ihr vielleicht nicht, aber ich wohne mit allen Menschen zusammen. Und wenn dann gute Leute was Gutes machen, egal wo die herkommen, dann finde ich das immer gut. Sehr diplomatisch. I approve. Sehr diplomatisch. I approve. Gibt's dann vielleicht doch noch Hoffnung für uns, dass mal jemand aus Japan sagt, ich nicht. Mach mal dein Ding hier irgendwie zu einem Emini. Für uns nicht, aber vielleicht für uns nicht mehr. Wen anders. Das stimmt, für uns nicht mehr. Den coolen deutschen Hundecomic-Manga. Ja. Ich denke auch mal, dass das bestimmt gut angekommen sein wird und dass das ja vielleicht nochmal ein paar Türchen öffnet. Ich wünsche mir auf der einen Seite immer, dass Japaner halt mehr von westlichen Leuten was wegnehmen. Mir auch oft gewünscht, dass diverse Sachen, die eh schon so ein bisschen japanisch sich anfühlen, dann auch noch so wirklich endgültig japanisch gemacht werden. Also so Avatar ist ja schon mega gut. Aber immer gedacht, wie krass wäre das aber, wenn das wirklich so richtig von Japanern dann nochmal abgenommen wird. Ja, das fand ich immer interessant. Aber auf der anderen Seite sehe ich es, habe ich auch schon in anderen Podcast-Folgen angesprochen, ich wünsche mir ganz oft, dass so westliche, ich sage jetzt mal irgendwie wie Regisseure oder Autoren oder so, nochmal über so japanische Stoffe drüber gehen. Gerade Studio Ghibli, wo ich mir ganz oft wünsche, nehmt diesen krassen Aufwand, den ihr in eure Projekte reinsteckt, aber lasst das vorher, ganz am Anfang, wenn ihr ein Drehbuch, hoffentlich überhaupt ein Drehbuch habt, lasst vielleicht nochmal jemanden zum Beispiel von Pixar drüber gucken. Das würde ich mal interessant finden. Oder nehmt halt irgendwie so eine Disney-Lizenz und macht eure Interpretation davon. Dass es halt auch so diesen Austausch gibt. Und ich hoffe, dass das halt auch so ein Schritt ist. Ich mag beide Kulturen für sich. Gibt natürlich noch viele andere interessante Kulturen, die teilweise auch noch viel besseres Zeug machen, aber die nehmen wir halt nicht wahr. Aber diese zwei großen Kulturen, gerade so im Animationsbereich, im Comic-Bereich, die können da, glaube ich, echt noch viel voneinander lernen. Auch wenn zum Beispiel jetzt Schulenschab sagen würde, hey Marvel, lass die Bleistifte liegen, wir übernehmen jetzt mal für ein paar Jahre euer zerfahrenes Marvel-Comic-Universum. Mhm. Wir bringen da mal wieder so ein bisschen Struktur rein, das finde ich auch mega interessant. Mhm. Ja. Ende oder was? Dann will immer Iron Man seinen Schlüpfer gucken. Guckt immer bei den Frauen, die so die Frauen immer so Zundere. Black Widow sein Zundere. Toni, geh weg von meinem Schlüpfer. Und Vision ist nur so ein lustiges Maskottchen-Ding. Uh-huh. So, wahoo, Vision. Programmierroboter. So stelle ich mir das in etwa vor. Und das möchtest du gerne. Das möchte ich unbedingt. Toll. Na dann. Bis nächstes Mal. Schön, wie es wieder heißt. Es wieder heißt, ich bin's. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim hebt nicht ab, sondern landet. Okay, gut. Gut. Na dann. Ja. Tschüss. Ich hab auch so Bauchweh. Tschüss.